Servus Leute, willkommen zum Rapid Fire Book Tag. Ja, in dem Book Tag gibt es einige Fragen, die man relativ zügig beantworten soll. Und da fangen wir doch gleich mit an. Erstens, E-Book oder reales Book? Ja, natürlich ein reales Buch. E-Book eigentlich immer nur, wenn es dieses Buch nicht als reales Buch gibt oder es irgendeinen anderen Grund gibt, warum jetzt gerade nur das E-Book zur Verfügung steht. Ja, ansonsten immer ein echtes Buch, ob jetzt nun Taschenbuch, broschiert oder Hardcover, am liebsten natürlich Hardcover, aber wie auch immer, reales Buch. Online oder im Buchhandel kaufen? So gut wie immer im Buchhandel kaufen. Klar, manche Bücher gibt es nicht im Buchhandel, also Self-Publisher und so, die haben es da sich, tun sich da natürlich ein bisschen schwer, aber ich versuche schon immer bei meinem Buchladen meines Vertrauens einzukaufen und ja, auch wenn es mir manchmal nicht so gelingt, weil du bist manchmal der Bequemlichkeit überwältigt. Du siehst, willst das Buch jetzt und bam, und dann klick, kurz mit dem Handy oder am Rechner. Es ist schon verlockend, aber ich bemühe mich. Trilogien oder Serien? Wo gibt's denn mehr? Beides. Das kommt ganz drauf an. Ich lieb's schon auch Serien, weil ja, wenn's tolle Geschichte ist, dann will ich eigentlich immer, dass es noch weitergeht und noch ein weiterer Band kommt, so à la 8. Harry Potter Band oder irgendwie so, ne? Aber so eine Trilogie, eine gute Trilogie mit einem runden Abschluss hat auch was für sich, also eigentlich beides, je nachdem. Helden oder Schurken? Haben auch beides was für sich. Wenn das ein guter Schurke ist, dann mag ich den auch, auch wenn ich ihn natürlich irgendwo innerlich hasse. So ein ultra cooler Schurke wie Voldemort zum Beispiel, der fällt einem ja nicht jeden Tag ein. Und das ist schon richtig cool, ja. Oder Sauron, ich meine, hey, der Herr der Ringe, der ultimative Bösewicht. Sauron, boah, ja, das ist dann schon auch geil, aber ja klar, am Schluss will man ja immer trotz allem, dass der Held irgendwie als Sieger vom Schlachtfeld geht oder so, von dem her, beides. Ein Buch, das alle lesen sollten, Der Herr der Ringe. Der Herr der Ringe, das sollte man wenigstens einmal in seinem Leben gelesen haben, selbst wenn es einem vielleicht nicht gefällt, aber nur, dass man es mal gelesen hat und einfach mitreden kann, der Herr der Ringe, das sollte man sich doch schon mal geben. Empfehlen Sie ein unterschätztes Buch? Oh Mann. Ein unterschätztes Buch. Vielleicht sogar dieses hier. Oasis, die letzte Oase von Dima Zales. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt unterschätzt ist oder irgendwie so. Ich weiß nur, dass Dima Zales, seitdem ich zwei Reihen von ihm gelesen habe, also die letzte Oase, oder die letzten Menschen heißt eigentlich das Buch,
seit ich das gelesen habe, die andere und diese Reihe, bin ich echt ein Fan von Dimanzales und ich hoffe, er hat noch ganz viel Erfolg und schreibt noch viele, viele, viele weitere solche coole Bücher. Das letzte Buch, das du beendet hast. Das letzte Buch, das ich beendet habe, war Wolfcamp von Heiko Griesbach. Wolfcamp von Heiko Griesbach, Teil 5, glaube ich, war es. Das letzte Buch, das du gekauft hast, die liegen auch zufälligerweise hier. Das ist diese Reihe, Das Erbe der Macht heißt es. Und eben Teil 1, 2 und 3. Die habe ich so auf einen Schlag gekauft. Und weil es die weiteren Teile nicht als bisher als reales Buch gibt, habe ich mir die als E-Book schon mal prophylaktisch geholt. Die hole ich mir dann auch noch als reales Buch, wenn sie dann mal endlich rauskommen. Aber ja, das waren die letzten Bücher, die ich gekauft habe. Das seltsamste Ding, das du je als Lesezeichen verwendet hast. Seltsam. Ich glaube, das war meine Lohnabrechnung, glaube ich. Ja, meine Lohnabrechnung. Die war halt gerade zur Hand. Aber das Seltsamste, obwohl, ich habe auch schon mal einen Strumpf als Lesezeichen benutzt, als gerade nichts anderes da war. Ist das jetzt seltsam? Ja, wie auch immer. Aber jetzt Schlimmeres oder Komischeres, Seltsameres habe ich jetzt noch nicht, glaube ich, als Lesezeichen verwendet. Gebrauchte Bücher, ja oder nein? Ja, wenn sie halbwegs gut erhalten sind und ich nicht mehr die Möglichkeit habe, das Buch als neues Buch zu kaufen. Also dann bleibt dir eigentlich nichts mehr anderes übrig. Wie zum Beispiel, ich habe es ja hier gleich hinter mir, ich habe dieses Buch bei eBay ersteigert, damals für so 50 Euro, Altera, der Krieg der Kinder. Und ja gut, es gibt es halt nicht mehr neu zu kaufen, also musst du das gebraucht kaufen, wenn du das haben willst. Also ja, wenn es eben sein muss. Top 3 Lieblingsgenre. Ich würde Dystopien, Urban Fantasy und Fantasy. Das ist schon so, also die groben 3 Lieblingsgenre. Leihen oder kaufen? Kaufen. Eigentlich immer kaufen. Ich pack das nicht, wenn ich ein Buch ausleihe. Rausleihen würde und müsste es dann wieder hergeben. Das ist für mich ist das ein absolutes No-Go. Sorry. Ich bin komisch. Charaktere oder Plot? Das ist, finde ich, beides wichtig. Aber wenn der Plot nicht stimmt, dann können das so noch so geile Charaktere im Buch sein. Also die Geschichte, das Fundament an sich, das muss schon mal da sein und es muss schon mal vorhanden sein. Sonst nützen dir die coolsten Charaktere in der Geschichte nichts. Also Plot. Lange oder kurze Bücher? Eigentlich lange. Ich gebe es ja zu, ich liebe eigentlich lange Bücher, also so 500 Seiten, 700 Seiten, so richtig schöne Kloppe, in die man sich so richtig, in die man versinken kann.
Allerdings in letzter Zeit lese ich doch eher mal ein bisschen kürzere Bücher, vielleicht aus dem Zeitgrund einfach, weil ich gerade ziemlich im Stress bin und ziemlich wenig Zeit auch zum Lesen eben habe. Ja, und dann zieht man sich doch eher mal ein dünneres Buch rein, weil du dann hintereinander doch wieder mehr zusammenbringst, also mehrere Bücher, verschiedene Geschichten. Ja, aber eigentlich doch eher die dicken Dinge. Lange oder kurze Kapitel. Ich mag eher kurze Kapitel. Also ja, so zwischen irgendwas zwischen 10 und 20 Seiten wäre auch, ist schon cool. Geht auch so 20, 25 Seiten. Das ist schon so die ideale Länge für so ein Kapitel, finde ich. Denn wenn du so ein Kapitel hast, in manchen Büchern sind die dann irgendwie 60 Seiten lang oder irgendwie so. Und du hast aber jetzt irgendwie, du willst von Kapitel zu Kapitel lesen und hast aber nicht so viel Zeit jetzt gerade. Du hättest jetzt Zeit, ein Kapitel zu lesen und dann irgendwie so zwischen dem Kapitel zu unterbrechen. Das ist irgendwie immer so, muss nicht sein. Also deswegen so 20 Seiten, 25 Seiten, die kannst du immer mal zwischendrin kurz durchlesen und dann eben mal wieder Pause machen. Deswegen ja, schon eher ein bisschen kürzere Kapitel. Name der ersten drei Bücher, an die du denkst. Gerade komischerweise Fliedertraum, glaube ich, heißt das Buch von Daphne Unruh. Denn das kommt demnächst raus. Das ist so im Endspurt, hat mir die liebe Daphne durch ihren Mann Mike so ausrichten lassen, mehr oder weniger. Von dem her, da fiebe ich auch übrigens schon ungemein drauf hin, das endlich zu lesen. Und ich will das so schnell, so bald wie möglich lesen, denn ich hab's schon als E-Book-Ausgabe zum Testlesen, aber mir platzt der Kopf zur Zeit vor keine Zeit haben. Von dem her, sobald ich irgendwie wieder Zeit finde, wird Fliedertraum gelesen. Ist übrigens aus spielt in der Welt von Zauber der Elemente, ihrer erfolgreichen Reihe. Und ja, an das denke ich, und ich denke immer an Harry Potter und immer an der Herr der Ringe, weil das sind irgendwie immer so die Bücher, die in meinem Kopf und in meinem Herzen immer drin rumspuken. Von dem her, so what, ja, ist halt so. Bücher, die dich lachen oder weinen lassen. Wartet mal. Hier. Hallo, Mr. Gott, hier spricht Anna. Das ist ein Buch, bei dem du lachen und weinen gleichzeitig kannst. Und das dich emotional so dermaßen mitnimmt, dass du nicht weißt, wie dir geschieht. Das ist ein Buch übrigens, dem ich 6 Sterne gebe und 16 Punkte und over the top setze, weil das das gehört in eben die Kategorie extrem bestes Buch, wie jetzt der Herr der Ringe oder die Harry Potter Reihe. Die sind für mich auch 6 Sterne und 16, 17 Punkte. Von dem her over the top eben. Und du weinst und lachst gleichzeitig.
unsere Welt oder fiktionale Welten. Das ist echt schwer, aber wenn ich so abwiege, Mittelerde, yo, ist einfach over the top und da geht einfach nichts drüber. Aber so im Großen und Ganzen habe ich schon eben Dystopien spielen auch in unserer Welt und eben Urban Fantasy finde ich schon noch ein Ticken geiler, so in der Summe. Es hält sich fast die Waage. Hörbücher, ja oder nein? Boah, ich bin, wie gesagt, beim sechsten Harry Potter, bei Harry Potter und der Halbblutprinz mit den Hörbüchern angekommen. Und es waren bisher tatsächlich meine ersten Hörbücher. Dementsprechend reale Bücher ist für mich immer noch ganz klar vorne. Hast du jemals ein Buch nach seinem Cover beurteilt? Wer hat das nicht? Das wäre ja gelogen, wenn du nicht sagen würdest, du hast schon mal einen Coverkauf gemacht. Also ganz klar ja. Auch wenn da immer mal wieder ein Fehlgriff dabei ist, aber so ein Coverkauf, ja Gott. Ein gutes Cover macht trotz allem viel vom Erfolg von so einem Buch aus, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Also ja. Buch zu Film oder Buch zu TV-Adaptionen? Schwer. Buch zum Film, Buch zu TV-Adaptionen. Das kommt, glaube ich, echt aufs Buch an. Auch wenn ja, die Serie, glaube ich, könnte besser sein. Es gibt eben Bücher und Serien, da ist der Film echt scheiße und die Umsetzung dann als Serie einfach besser, weil du die Charaktere genauer und länger ausführlicher aufzeigen kannst. Und als Film hast du halt oft das Problem, dass du halt unglaublich viel vom Film im Film vom Buch weglassen musst. Deswegen irgendwie eher in Serien. Einen Film oder eine Serie, die du vor dem Buch gesehen hast. Ich nehme einen Film. Ich habe tatsächlich Harry Potter und der Stein der Weisen vor den Büchern gesehen als Film. Schande komme über mich irgendwie. Aber es ist Tatsache, ich habe tatsächlich den Film vor den Büchern. Also ihr wisst schon. Harry Potter und der Stein der Weisen gesehen, den Film, bevor ich das Buch gelesen habe. Serien oder Einzelbände? Wenn ich mich jetzt so umblicke in meine kleinen Bibliothek hier, Serien, also Einzelbände, ich muss echt suchen, um hier einen wirklichen Einzelband zu finden. Hier, das ist Maggie und die Stadt der Diebe. Das ist so ein Einzelband, ganz selten bei mir zu finden. Von Patrick Hertwig. Übrigens ein Jahreshighlight von mir. Von vor ein paar Jahren oder so, oder vor kurzem. Da hoffe ich heute noch auf eine Fortsetzung, Herr Hertwig. Wär cool. Das war's, der Rapid Fire Book Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich tag mal wie immer meine Bücher nixen.
das Bücherregal, die Luisa, Leseeule Theresa und die Sonja von Sonnige Bücher und Steffis kleiner Bücherexpress. Dich tagge ich auch mal. In diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.